Hallo und herzlich willkommen zurück bei Octopath Traveler. Ich bin Mahadevi und es geht weiter mit Ophelia. Ich habe sie gegen Alfin ausgetauscht, weil Alfin der stärkste in der Gruppe war mit Level 71. Ich habe festgestellt, beim ultimativen so richtig Endgegner müssen alle fucking 8 antreten. Das heißt, wenn ich mit einem Kapitel durch bin, werde ich mal die anderen 4, die ich nicht benutzt habe, trainieren. Tja, da ist dann wohl meine Taktik nicht aufgegangen. Die sind ja alle nicht sonderlich gesprächig, ne? Oder gesellig. Mhm. Hi. Nee. Oh, diese Untergangsstimmung-Musik, ey. Ich möchte gerne mal wieder ein... die Geschichte machen, die mit heiterer Musik zu tun hat. Ich hätte wahrscheinlich Tressa nehmen sollen. Die ist in große Hude. Ich wette, da ist die Musik netter. Ich hab sie gerade nicht mehr im Kopf. Nein, wirklich? Ophelia! Hör doch mal die Musik! Natürlich bist du hier unerwünscht. Ja. Komm, ich helf dir. Doka. So dumm, dass ich für Ophelia den Apotheker rausgeschmissen habe. Yokatta. Ja, wo ist er denn jetzt? Ano. Oh, eine Falle. Da habe ich dann wohl ein bisschen zu viel mit den Leuten geredet. Oh, mein Kaffee ist noch voll zu heiß. Ja, ja. So muss man keine Hexe sein. Außerdem ist Hexenwerk nichts Schlimmes. Hexen sind cool. Zaubern können ist cool. Ich würde es gern lernen. Matthias ist da. Meister Matthias. Oh Gott, dieser furchtbare Name Matthias. Langweiliger Name, aber naja, passt zu einem Kleriker, ne? Naja, wobei so ein richtiger Kleriker ist er nicht, da hat er keine Klerikerkleidung an. Ach, ist Meister Matthias etwa der Heiland? Ja, wäre ja schon peinlich, wenn nicht, wa? Mir leid, Leute. Wieder rumröcheln. Aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Sonst kann ich nur im Sommer Let's Playen. Selbst da bin ich manchmal erkältet. Scheiß Job, ey. Hey.
dann ist er doch nicht der Heiland. Eine Vestalin. Untergebene, Verbündete. Es gibt so viele schöne Wörter. Er benutzt Vestalin. Reisegeplänkel. Hat doch nichts mit hübsch zu tun. Ja, ein bisschen ist es schon ihr Fehler. Nee, abwarten und sehen, was passiert. Hallo? Ach, das ist Liana. Diese schwarzen Klamotten habe ich sie gar nicht erkannt. Ist ja auch schon eine Weile her, dass ich mit ihr zu tun hatte. Och Leute, ey, lass doch mal die Toten tot sein. Was soll das? Er ist tot. Was willst du da wiederholen? Ich meine, wenn er gerade erst gestorben ist, ja. Aber ich meine, das ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Der fängt doch schon an zu stinken. Weißt du, wie eklig das ist, den jetzt zurückzuholen? Da funktioniert doch nichts mehr. Wenig Kinas, denk doch mal nach. So. Dann langsam hier los. Ich bin jetzt wohl im Dorf umsehen und da oben geht es dann wahrscheinlich in den Wald. Ach, Vasall. Das macht Sinn, mein Vasall. Aber auch echt alte Wörter. Demo. Ach komm schon hier mal hin. So da, so da. Oh. Wahrscheinlich ist der Heiland ein Apotheker, ein Arzt oder eine Heilerin. Was jetzt langsam? Wirkt noch nicht. Ich habe übrigens mittlerweile endlich meinen neuen Controller. Bei Octopath Traveler war das nicht so schlimm, aber bei The Legend of Zelda, Alter, versucht mal zu zielen, wenn ihr sich die ganze Zeit langsam nach links geht. Oder sich auch der Blick verändert, nach oben geht, also kacke. Mit den neuen ist das viel besser. Wäre auch bei Animal Crossing blöd gewesen. Es sind ja nur noch 2 Wochen. Ich werde nochmal heilen. Ophelia, hier fehlt ein bisschen was. Und was ich habe, habe ich. Ich habe ja genug Geld. Das ist so cool. Ich
freue mich total auf Animal Crossing, ey. Aber ich habe jetzt mittlerweile aufgehört, Videos zu gucken. Denn Hand aufs Herz, die zeigen alle das Gleiche. Die gleichen. Überall werden die gleichen Infos wieder neu aufgewärmt. Und was allerdings cool war, war das Nintendo Direct zu Animal Crossing. Das habe ich gemocht. Seitdem hat es sich nicht mehr gelohnt, die Videos zu gucken, weil die einfach nur das erzählt haben, was in dem Direct vorkam. Und ja, ich habe mir das Direct schon selber angeguckt, also war jetzt nicht so notwendig. Hätte das eine Kiste oder gehe ich zuerst hin? Also hier waren gerade so eine Eiferer, Stufe 1. Schild bricht bei Schwert, Dolch, Axt und Licht. So. Oh, ein Riesenknüppel. Kann ich den gebrauchen? Bei ihr setze ich ja eher auf Magie als auf Waffenstärke. Also da sind zwar jetzt neue Gegner aufgetaucht, aber ich kann euch noch nicht komplett sagen, was die nicht mögen. Auf jeden Fall zieht sich weiter Licht durch. Und da waren so eine Magieflammen. Ich hatte es gerade mit den Eiferern Stufe 2 zu tun. Die haben die gleichen Schwächen wie die Stufe 1. Schwert, Dolch, Axt und Licht. Nichts Besonderes. Ansonsten sind hier nur die alten, bekannten Gesichter. Wenn ihr die bis jetzt noch nicht aufgedeckt habt, naja, dann macht ruhig Pilze und Fledermäuse und so. Die Fledermäuse mögen übrigens kein Eis, die Pilze kein Donner und kein Licht. Den Rest dürft ihr selber rausfinden. Ebenholzgrotte. Klingt aber echt hübsch. So einen Energiegranatapfel kann ich echt immer gebrauchen. Die sind nützlich. Was ich auch richtig gut gebrauchen kann, sind Oliven des Lebens Größe M. Größe L. Mit der Fähigkeit übergesund rüsten die auf 9999. Ich komme da nicht ran. Da aber, oder? Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, was die Magielichter sind. Feuer und Licht. Wie komme ich da verdammt nochmal rauf? Ah, von rechts wahrscheinlich. Mann, ey, langsam wird's übel. Ich glaube, ich muss mal meine Inhalationssalbe holen. Sonst kotze ich noch vor lauter Husten. Oh, ich dachte, ich hätte gerade den Diamantartenschild bekommen. Na, dann eben nicht. Okay, ich habe jetzt Salbe drauf. Das sollte helfen. Vorerst. Ja, die eine Kiste da unten, weiß ich jetzt nicht, wie ich rankomme. Dieses steinerne, lilane Hundevieh übrigens. Oh, wirklich. Das mag kein... Warte, Schwert, Lanze, Axt und Licht. Ha! So, und wir sind auch schon angekommen, wo wir hin wollten. Ach so, es gab übrigens eine Änderung in meinem Team. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ist Tyrion jetzt der Runenfürst. Ich habe während einer Nebenaufgabe festgestellt, dass es ziemlich sinnlos ist, dass Tyrion der Sternseher ist und Alfin der Runenfürst. Weil Alfin hat so viel damit zu tun, alle Leute zu heilen und vor Schaden zu bewahren.
Und als Sternenseher hast du nicht wirklich viel zu tun. Von daher war Tyrion immer ein bisschen nutzlos. Und deswegen habe ich das getauscht. Jetzt hat jeder seine feste Aufgabe. Alfin heilt, Tyrion versorgt die Waffen. Und Imshin greift mit Magie an. Und Ulrich mit Waffen. Das ist ja Matthias, Thailand. Oh, ich muss nach diesem Teil immer nicht mal duschen. Ich drücke mich schon das ganze Wochenende davor. Heute komme ich nicht mehr drum herum. Nehme ich eine Entzündung auf den Kopf und dann muss Salbe rauf und danach darf ich mich nicht duschen. Ich muss das mal langsam anfangen. Das ist gut für die Haut. So, und jetzt? Ja. Was dachtest du denn? Ich meine, ist dir nicht aufgefallen, dass die Kleidung auf einmal auch spontan von, weiß auch schwarz geändert ist? Warum also nicht die Flamme? Ich meine, es hat doch noch nie was Gutes bedeutet, wenn die Arbeitsuniform schwarz wird. So ganz spontan. Warte mal, erst macht sie dann ihren Hahn rum und dann kippt sie um? Die werden jetzt alle geopfert. Oh, komm ich jetzt endlich. Los, Ophelia, gib's ihm. Du und deine wackeren Freunde. Los, ich und meine Bande, wir zeigen's dir jetzt. Wir sind voll stark. Naja, aber erstmal müssen wir uns hier mit den drei Hampelmännern abgeben. Immer noch Licht. Immer noch Schwert. Immer noch Axt. Und immer noch Dolch. Ist ja jetzt nicht so schwer. So, keiner mehr da war, Matthias. You and me. Zeit, dich zu töten. Es sei denn, Lyanna kriegt sich wieder ein und sticht ihm von hinten den Dolch in den Rücken. Aber natürlich geht das nicht. Oh Mann, Lyanna, ja, es ist hart, jemanden zu verlieren. Aber ich glaube nicht, dass dein Vater, der Kleriker, der gottesfürchtige Typ, der Priester, durch dunkle Magie wieder zum Leben erweckt werden möchte. Das ist egoistisch. Oh nein, eine Rückblende. Ich
Gott, es ist ein Vogel. Ihr könnt ihn neben's Feuer legen, ihr könnt ihn aber auch ins Feuer legen, dann könnt ihr ihn hinterher essen. So ist das, oder? Oder ihr vergrabt ihn. So. Das habe ich mit meinen Kindern gemacht, wenn wir eine tote Maus gefunden haben. Im Garten. Das Schlimmste war immer im Winter, als damals, früher, als es noch geschneit hat. Wenn der Schnee geschmolzen ist, kam dann der ein oder andere tote Vogel zum Vorschein. Den haben wir aber nicht mit den Kindern begraben, die haben wir dann diskret in der Mülltonne gelassen. Das war nicht mal am widerlichsten, die toten Tiere aus dem Garten zu entfernen. Oh. Einmal hat ein Fuchs ein kopfloses Huhn im Sandkasten vergraben. Und ich dachten so, jetzt sind die Eltern böse auf uns. Jetzt machen sie Voodoo-Zauber heimlich im Garten. Aber dann habe ich tatsächlich gehört, dass Füchse das machen, dass die in Opfern das in den Kopf abbeißen. Wahrscheinlich hat das verbuddelt für später. Mhm. Wir haben es dann weggeschmissen. Lia. Haben wir es jetzt? Ich habe gar nicht die Lied gelesen, interessiert mich nämlich überhaupt nicht. Mann, ey, das ist doch nur ein toter Vogel! Er lebt hier im Winterland, was denkst du denn? So, haben wir es jetzt. Oh nein, die Flamme wird wieder blau. Ihr Herz hat sich wieder verändert. Ja, sie aber nicht. Pass mal auf. Auf meiner Reise habe ich tolle Leute kennengelernt, die machen dich so richtig fertig. Oh Gott, ist das eine geile Sau, Alter. Zieht euch den rein. Dem würde ich aber auch folgen. Warum müssen die Bösen mal so gut aussehen? Die geben sich aber auch echt Mühe in solchen Spielen. Gucken wir mal. Ja, Schwert. Eis. Ja, ich hab geschmult. Ich hab das hier vor mir stehen. Schwert, Axt, Eis und Licht. Was macht's leichter? Und da Licht bleibt, wird Licht auch die Rune sein, mit der ich unsere Waffen ausrüste. Ich dachte gerade, der hätte einen Dreizack, aber das sind ja Kerzen. Der kämpft mit einem Kerzenhalter gegen mich, Alter. Will der mich verarschen? Greifen mit Dunkelheit an. Macht nicht viel. Ja. Wunden heilen muss ich noch nicht. Spare ich jetzt einfach mal BP, würde ich sagen.
Pferd. Ihr kriegt jetzt endlich Lichtruhen auf eure Waffen. Jetzt wird's nämlich geil. Es ist egal, womit ich angreife. Es kommt immer ein Lichtangriff zurück. Ah, ich warte mal noch ein bisschen. Dann haben die alle ein bisschen mehr BP hier. Och nö. So was Blödes. Ach, schau an. Die sind gegen was anderes empfindlich. Tyrion braucht mal langsam wieder FP. Ja, die kann er sich gleich selber holen. What? Oh Mann! Das ist jetzt aber ein bisschen scheiße. Aber ich habe noch 4 Runden die Lichtrune. Obwohl, nee, doch. Ich kann magische Fähigkeiten verwenden, wie du siehst. Am Arsch. Nein, kann ich nicht. Nicht in dem Sinne. Ah. So, der erste ist weg. Der zweite kommt gleich. Dolch. So. Und ich bin wieder im Rennen. Ich halte aber noch durch. Okay. Und ich würde sagen... Ich bin jetzt bereit, sein Schild niederzuhauen. Zum Glück habe ich die Lichtrune. Nicht der stärkste Angriff, aber die FP sind wieder voll. Oh, da kommt ja immer noch der Lichtblitz hinterher. Tatsächlich brauche ich dafür keine BP. Kann ich lieber zwischendurch nutzen, um sein Schild zu schwächen. Das ist so ein richtig krass heftiger Angriff. Schauen wir mal. Ja, machen wir halt so, ne? Ach komm. Und wenn du noch so heiß bist, mach dich trotzdem fertig. Oh, ich zieh das hier mal durch. Glaube, ich heile lieber in der nächsten Runde, dann habe ich einen Punkt mehr. Macht mehr Sinn. Ach, war zu stark für ihn. Der kommt ja nie dran. Yeah. 9999 ist jetzt allerdings nicht so viel, 9000. Ich weiß, da geht noch was. So. Alle sind erstmal noch mit Licht versorgt für 5 weitere Runden.
Du kannst labern, wie du willst, Mann. Merkst du nicht, dass wir dir voll überlegen sind? Oh! Sollten wir auf ihn eindreschen. Ja, bis der wieder dran ist, habe ich den fertig. Also, zumindest den Schild. Tot wird er wahrscheinlich noch nicht sein. Ach, ich spare mal meine FP. Das kriege ich auch so hin. So. Am Arsch. Und besiegt. Tada! Ist aber so. Yep. So ignorant und naiv. Dass ich deine Gefühle verletzt habe. Deine Meinung ignoriere. Und dich töte. Yep. Genauso machen wir das. Wie nett, dass der auch noch verschwindet. Dass der nicht einfach da liegen bleibt. Wie sehr sinnvoller wäre. Wahrscheinlich die schwarze Macht, die ihn zu sich geholt hat. Ja, warte doch, die verschwinden ja alle. Das ist tatsächlich die schwarze Macht. Ich glaube, ich muss nämlich nachher gegen alle nochmal kämpfen. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, alle haben überlebt. Happy End. Seid ihr jetzt nett zu mir? Hab euch gerettet. Und ihr folgt weiter der einzig wahren Kirche. Oh, die brauchen unbedingt einen religiösen, weiß ich nicht. Irgendwas Zweites. Dann gibt es religiöse Kriege und keine Ahnung, was für ein Scheiß, aber ich brauche Konkurrenz, jetzt habe ich das richtige Wort. So. Oh. Oh, ist das Advent? Nein, das ist irgend so ein alter Knacker, der da jetzt das Zepter hat. Warum hat Liana nicht das Priesteramt übernommen? Warum bekommt Ophelia nicht das fucking Priesteramt? Ey, ihr seid so eine sexistischen Arschgeigen. Sie hat die Kirche gerettet, Mann. Wenn einer da das Kleid mit dem großen Hut tragen sollte, dann ja wohl Ophelia. Yay. Wo ist eigentlich Liana? Hat sie gemerkt, dass Religion scheiße ist und ist ausgetreten? Nein. Sie ist immer noch in der Kirche. Ach so, nee, das ist eine Angestellte, okay. Liana sperrt sich noch ein. Ja, dann muss Ophelia wohl jetzt mit ihr reden. Und ihr sagen, dass alles okay ist und dass sie immer noch Freunde sind. Tja, Liana muss erstmal damit klarkommen, dass sie ganz schön scheiße drauf war. Lass doch einfach die Finger von der Religion und lebt daneben. Lebt sich viel besser. Wirklich?
Ah, ich weiß auch schon, wohin ich sie führen werde. Liana. Ophiri. Igara. Auf den Berg. Ihren Platz. Wenigstens das habe ich mir gemerkt. Komm. Wir rennen hier hoch, den Berg rauf. Alter! Geht's denn hier lang? So. Na also. Und jetzt gucken wir von diesem schicken Berg runter auf diese schicke Kathedrale. Ich muss sagen, hübsch sind sie ja. Und dann wird ja alles klar werden. Und dann kann man nach Hause gehen. Naja. Dort, wo alles voller Schnee ist, wird sie wahrscheinlich auch nicht allzu oft scheinen. Oh, ich könnte niemals in so einem Ort leben, ey. Wobei, wenn du da aufwächst, ist das was anderes. Dann kennst du das nur so. Aber ich werde definitiv in den Süden auswandern. Das ist viel besser. Ja, lass die Sonne wieder scheinen. Ja. Juhu. Ernsthaft, ich kotze gleich. Also ernsthaft haben wir es jetzt langsam. Ich kotze gleich nicht nur. Davon kriegt man ja Durchfall. Boah. Oh Gott. Ja gut, was haben wir auch erwartet. Aber wir haben es geschafft. Wir sind mit Ophiria durch. Jetzt fehlt nur noch Tressa. Die kommt dann als nächstes. Und bis dahin, gebt mir einen Daumen nach oben. Gebt mir ein Abo, wenn ihr mir noch keins gegeben habt. Und hinterlasst mir einen netten Kommentar. Ich würde mich echt freuen. Also bis dann. Tschüss.